Hallo, also ich bin Georg und wie schon eingeführt von Afonic, das ist eine kleine Firma aus Österreich, und wir sprechen heute einfach generisch über Audio, Lautheit und Dynamik. Es geht gar nicht so sehr um Afonic, insofern sind natürlich alle Nicht-Afonic-User genauso eingeladen. So, um was geht es heute? Wir fangen tragisch an, es geht um Krieg und Frieden, beziehungsweise um Loudness-Normalisierung im ersten Kapitel. Und zwar starten wir mit dem Loudness War. Was ist der Loudness War? Das hat sich so entwickelt in der Audiotechnik. Im Laufe der Jahre haben die Leute immer versucht, lauter und lauter zu produzieren, vor allem im Musikbereich. Und deswegen sieht man hier zum Beispiel an dieser Grafik, wenn man Aufnahmen vom gleichen Stück, vom gleichen Musikstück aus verschiedenen Jahrzehnten sich anschaut, dass die Aufnahmen immer lauter werden. Man sieht hier schön an der Wellenform, am Anfang 1990 oder natürlich noch früher, noch besser, hat man noch einzelne Peaks gesehen, also einzelne Spitzen in der Audio-Waveform. Und irgendwann ist das alles immer mehr zu wurscht geworden, und bis man dann so circa 2010 auf dem Höhepunkt oder wahrscheinlich noch ein bisschen später, bis eigentlich jegliches Musikstück nur mehr eine einzige Wurscht war, ohne irgendwelcher Dynamik, alles war tot komprimiert. Und dann haben sich natürlich Leute gedacht, wie können sie diese Situation jetzt verbessern. Und deswegen ist es, geht schon weiter. Warum ist dieser Loudness War entstanden? Einerseits einmal durch die Digitalisierung der ganzen Audioinhalte. Früher ist ja analog aufgenommen worden. Das heißt, bei analog hat man nie so im Digitalen hat man einen fixen Wert. Also man hat ja eine bestimmte Bittiefe, in der man Audio abbilden kann, und wenn es darüber hinausgeht, dann funktioniert es einfach nicht mehr. Das hat man im Analogen nicht. Deswegen hat man eben versucht, auf diese Spitzenwerte, auf diese Peaks zu normalisieren. Das Problem ist jetzt aber, dass unser Gehör eben nicht auf diese Spitzenwerte reagiert, sondern auf einen Mittelwert, also es integriert die Werte auf, und daraus leitet sich unsere Wahrnehmung der Loudness, also der Lautheit, ab. Und im Rundfunk hat man eben oft dieses Problem gehabt, dass man eben auch auf Spitzenwerte normalisiert hat, diese minus 9 dBFS. Und jeder wollte eben lauter klingen, vor allem im FM-Radio. Man kennt es von diesen kommerziellen Radiosender, wo dann der Sprecher so richtig reinschreit ins Ohr. Das heißt, die haben sehr starke Kompressoren verwendet und Limiter, um das möglichst laut zu machen, weil vor allem in den Marketingabteilungen hat man halt gedacht, Hauptsache lauter wie der andere Sender. Und in der Musikindustrie war das natürlich ähnlich, also laut ist besser, man hat diverse Multiband-Kompressoren verwendet und sehr harte Limiter und so weiter und so fort. Deswegen, was hat man sich gedacht? Make love, not war, und hat eine neue Einheit eingeführt, die nennt sich LUFS oder LUFS. Und was heißt das? Also LUFS sind einfach Loudness Units, also LU. FS heißt hier in dem Fall im Referenz zu Full Scale, also im Vergleich zum vollen Level, der möglich ist. Und man hat versucht, dem ganzen Spuk ein Ende zu machen, oder man ist immer noch in der Versuchung, das zu tun, und hat so einen neuen Messwert eingeführt, die Integrated Loudness, also integrierte Lautheit sozusagen, die einfach die durchschnittliche Lautheit einer Datei angibt in einem Wert, in dem Fall in diesen LUFS gemessen. Und damit kann man sagen, okay, diese Datei soll die gleiche Lautheit haben wie diese Datei, und man kann das besser sozusagen angleichen oder normalisieren und ist nicht mehr auf diese Peak-Normalisierung angewiesen, wo es eben große Lautheitsunterschiede geben kann, obwohl die Peaks gleich sind. Das zusätzlich dazu hat man eben noch so ein Maximum Peak Level eingeführt, Maximum True Peak in dem Fall, das heißt einfach, die Loudness wird angeglichen und die Peaks oben, die hohen Ausschläge, werden einfach beschnitten, damit es zu keinem Klippen kommt. Und eingeführt hat es hauptsächlich der Rundfunk. Also im TV ist das als erstes eingeführt worden. Da hat es eben die EBU gegeben, die European Broadcast Union, die diesen Standard entworfen hat, diese EBU R128. Und die gibt eben ein Target an, also eine Ziellautheit für Dateien, die im Fernsehen gespielt werden, und das ist in dem Fall minus 23 LUFS mit einem Peak-Level von minus 1. Das hat die schöne Folge gehabt, dass nun Werbungen nicht mehr so viel lauter sind wie das andere Fernsehprogramm, und dadurch kann man sich das
Ganze anhören und die Werbungen muss man nicht immer muten. Außer man will. Dann bei Podcasts war das ähnlich. Da hat sich das auch so ein bisschen durchgesetzt, jedoch mit einem höheren Wert. Minus 16 LUFS, das heißt ein bisschen lauter. Warum, auf das werden wir später noch zu sprechen kommen. Und dann gibt es auch so eine AES, die Audio Engineering Society Recommendation für Loudness in Audio Streaming und Network File Playback. Das ist auch so ähnlich, also zwischen minus 16 und minus 20 LUFS soll man das machen. Aber wie wir jetzt sehen, ganz einfach ist es doch nicht, weil wir haben jetzt schon sehr viele unterschiedliche Werte und im Endeffekt weiß man nicht, welchen Wert man nehmen soll oder warum man welchen Wert nehmen soll. Insofern befinden wir uns gerade in der nächsten Iteration des Krieges, also der Loudness War 2.0 oder Loudness Target War. Das Problem ist, der Rundfunk hat eben dieses Target von minus 23 LFS eingeführt und das Ziel am Anfang war eigentlich, dass jeder diesen Wert verwendet und dass es keine anderen Werte mehr gibt. Das Problem war jetzt aber, dass eben, wenn man jetzt zum Beispiel Podcasts hört in einer U-Bahn oder in anderen Situationen, wo es viel Umgebungsgeräusche gibt, dann ist dieser Wert oft zu niedrig, weil eben die Kopfhörer eine Beschränkung haben, was sie spielen können von der Lautheit. Weil ansonsten gibt es natürlich Probleme mit Gehörschutz und so weiter. Ist auch nicht schön. Deswegen haben meine Plattformen jetzt angefangen, höhere und höhere Targets einzuführen. Zum Beispiel sieht man das sehr gut bei Spotify. Die empfehlen da minus 14 LUFS, das ist schon sehr hoch. Also noch lauter als diese minus 16. Oder zum Beispiel Alexa, Amazon, die haben auch minus 14 LUFS mit einem Peak-Wert von minus 2. Da kommen wir zu einem neuen Wert, der sehr wichtig ist, dieser PLR, also Peak to Loudness Range. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen dem Loudness Target und dem Peak-Wert. Und je kleiner dieser Wert ist, desto weniger Dynamik kann man natürlich abbilden. In dem Fall ist dieser Wert 12 LU, Loudness Units. Insofern gibt es die Gefahren eben diesen neuen Loudness War, dass Podcaster eben einfach ein höheres Target verwenden, weil, wie wir schon wissen, lauter ist immer besser. Oder dass eben dadurch dann keine Audiodynamik mehr möglich ist, durch diesen kleinen Peak-to-Loudness-Range. Das heißt, alles wird tot komprimiert, man hat wieder so stark komprimierte Stimmen. Das ist natürlich auf Dauer anstrengend zum Hören. Gut, was kann man dagegen tun? Einfach widerstehen. Also es gibt prinzipiell keinen Grund. Zuerst mal auf Spotify, also bei Spotify ist dieser minus 14 LUFS Wert kein Target in dem Sinn, sondern es ist einfach nur ein Maximalwert. Das heißt, dieser Wert ist natürlich okay für komprimierte Popmusik. Klassische Musik braucht man natürlich viel größere Dynamik, das ist dieser Wert nicht okay. Und Sprache kann ruhig 2 dB leiser sein oder LU. In dem Fall ist dB immer das gleiche wie LU, darf man sich nicht verwirren lassen. Insofern ist minus 16 ein guter Wert, weil, wie gesagt, bei Spotify ist nur, die tun den Wert nicht verändern, sondern nur, wenn man jetzt was hat, das lauter ist als minus 14, dann wird es einfach runtergesetzt auf minus 14. Alles, was darunter ist, bleibt einfach gleich. Bei Amazon Alexa ist es auch nicht so tragisch, wie sich das zuerst anhört. Also minus 14 LUFS ist jetzt einfach nur die Lautheit der Stimme von Amazon Alexa. Diese künstliche Computerstimme, die hat natürlich eine sehr kleine Dynamik und deswegen können Podcasts natürlich auch gerne ein bisschen leiser sein. Also diese 2 LU, das ist eh ganz wenig, weil sie ja größere Dynamik abbilden. Insofern das Fazit, Podcasts einfach nicht lauter als minus 16 LUFS machen. Das ist auch schon gering, aber dann hat man dann ist es laut genug, dass es auch in schlechten Abhörsituationen verstanden werden kann, wie U-Bahn. Und es ist eben besser, dass man die Dynamik besser nachbearbeitet und nicht einfach nur diesen Loudness-Target-Wert raufstellt. Dann kommen wir auch zum nächsten Kapitel. Der nächste Schauplatz oder die nächste Schlacht, die Audiodynamik. Und was ist einmal Audiodynamik? Also jetzt haben wir einen Loudness-Wert gehabt, der hat jetzt nur durchschnittlich die Lautheit von einer Datei angegeben. Das hat jetzt aber noch nichts damit zu tun gehabt, ob es jetzt laute und leise Passagen gibt und so weiter und so fort. Das heißt, obwohl wir jetzt diese durchschnittliche Lautheitswert haben, können die Lautheitsunterschiede innerhalb von einer Datei immer noch ganz groß sein. Zum Beispiel lauter Sprecher, leiser Sprecher. Und das ist natürlich extrem wichtig, vor allem für Podcasts.
Warum ist es wichtig? Ist, glaube ich, Ihnen klar, für Sprachverständlichkeit. Man kennt es oft vom Fernsehen, also vom Netflix und so weiter. Da hat man total laute Musik und Effekte und dann kommt die Sprache und man versteht nichts, man muss wieder lauter schalten und dann auf einmal kommt wieder die Explosion und im Nebenraum wachen wieder alle auf und so weiter. Also man muss eben sicherstellen mit der Dynamik, dass die Sprache verstanden werden kann, ohne dass man zu viel nachregeln muss. Bei Podcasts ist es ähnlich, da hat man wahrscheinlich nicht so viele Effekte, hoffentlich, oder vielleicht doch. Aber man muss halt schauen, dass die Sprecher zumindest ähnlich laut sind, wenn das gewünscht ist natürlich, wenn es nicht gewünscht ist, dann nicht. Aber man soll eben auch Dynamik zulassen, man soll eben nicht alles tot komprimieren. Warum? Einerseits wegen künstlerischen Intentionen. Also oft will man natürlich auch Dynamik haben, dass gewisse leise Sachen sind und laute Sachen. Natürlich für Kino, für Hörspiele oder Features, Radio-Features. Bei Musik ist das natürlich ganz wichtig. Und zusätzlich, diese extrem komprimierte Sprache, was man vom Radio her kennt, wirkt auf Dauer extrem ermüdend und ist jetzt für längere Formate wie Podcasts einfach nicht zu empfehlen. Dann, was man eben auch berücksichtigen muss, ist, dass es verschiedene Abhörsituationen gibt. Zum Beispiel im Kino will man natürlich eine viel höhere Dynamik haben, als wenn man einen Podcast hört in der U-Bahn, weil im Kino hat man natürlich keine Umgebungsgeräusche. Ups, jetzt habe ich da irgendwo gedrückt. Insofern, diese Touchbars sind interessant. So. Insofern kann man im Kino natürlich eine höhere Dynamik machen, weil auch leise Passagen dann verstanden werden. Und es geht natürlich bei Audiodynamik auch um Gehörschutz. Also wenn man jetzt im Kopfhörer irgendwas hört und auf einmal ist eine extrem laute Stelle, dann kann das natürlich genauso das Gehör schädigen. Dazu gibt es ein interessantes Experiment vom SWR. Die haben dieses Experiment gemacht, dass sie mit einem Opel Astra so Umgebungslärm simuliert haben, Autobahnfahren, und haben eben verschiedene Programme mit unterschiedlichem Dynamikumfang den Testpersonen eingespielt und haben dann einfach geschaut, welche Lautstärke diese Testpersonen bei dem Programm im Autoradio einstellen, also wie laut sie das hören, und eben versucht herauszufinden, welchen Einfluss den Dynamikumfang auf diese Hörsituation hat. Das Fazit in dem Fall war, jetzt bei Sprachprogrammen, dass die Autofahrer oder Hörerinnen eben den geringstmöglichen Level, also die kleinste Lautstärke, einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Programm habe mit einer sehr hohen Dynamik, dann stelle ich nach der lautesten Stelle die Lautstärke ein. Heißt natürlich, dass ich leise Stellen teilweise nicht verstehe, aber man will eben nicht, dass extrem laute Stellen kommen und man sitzt auf einmal im Auto und dann schreckt man auf. Das heißt natürlich, wie schon gesagt, dass man die ganz leisen Stellen dann nicht mehr hört. Und was auch interessant ist, dieser hohe Dynamikumfang im Auto wirkt auf Dauer ermüdend, weil man eben immer ein bisschen mitdenken muss, welche Wörter man nicht ganz so versteht. Deswegen schalten die Hörer anscheinend eher um auf ein anderes Programm, als dass sie die Lautstärke erhöhen, um das zu kompensieren. Bei Musik ist das Ganze nicht so tragisch. Musik kann gern viel höheren Dynamikumfang haben, weil es einfach nicht so tragisch ist, wenn man ein paar Passagen nicht hört, also den Anfang, den leisen Teil, das ist im Auto nicht so tragisch. Das führt uns zu dem Konzept der Loudness Comfort Zone. Das heißt, ein guter Mix berücksichtigt immer die maximal und minimal mögliche Lautstärke in der momentanen Abhörsituation. Was heißt das? Wir sehen hier in der Grafik, das ist ein Beispiel von einer BBC-Produktion. In dem Fall ist das Loudness-Target diese Linie, was man da sieht. Und dieser grüne Bereich, das wäre die Loudness-Comfort-Zone, ist in dem Fall 3 LU über dem Loudness-Target und 5 LU unter dem. Und alles, was drüber ist, ist eben zu laut. Das heißt, da müssen die Hörer nachregeln mit der Fernbedienung. Alles, was darunter ist, ist zu leise. Und in dem Fall sieht man diese Musikteile hier, die sind einfach sehr laut, da wird man dann daheim sitzen beim Fernseher und runterdrehen und dann kommt später auf einmal wieder dieser leise Sprachteil, wo man dann wieder raufdrehen muss. Und das Ziel ist hier natürlich, dass die Hörerinnen nicht ständig an die Fernbedienung müssen und die Lautstärke rauf und runter drehen. Insofern muss man, wenn man einen guten Mix machen will, eben auch die Abhörsituation
der Zielhörerinnen mitbedenken, ob das jetzt eben fürs Auto produziert wird oder für Kinder oder für Wohnzimmer. Und je lauter die Umgebungsgeräusche sind, desto kleiner wird natürlich diese Loudness-Comfort-Zone, in diesen Grenzen man sich bewegen soll von der Lautheit her. Gut, wie kann man jetzt eigentlich Dynamikumfang messen? Wir sehen hier so eine Wellenform, also die mittellaute Passage am Anfang, dann so eine leise Passage, dann da eine ganz laute Passage. Und der Dynamikumfang ist jetzt quasi der Unterschied zwischen den leisen und den lauten Passagen. Da gibt es jetzt sehr viele Messwerte dazu, weil das leider nicht ganz so einfach zu messen ist. Prinzipiell einmal kann man die maximal mögliche Dynamik bestimmt die Bittiefe, also wie viel Bit dieses Audiomaterial hat. Mit 16 Bit sind zum Beispiel 96 dB möglich, mit 24 Bit 144. Das menschliche Gehör hat circa einen Dynamikumfang von 100, also kann er wahrnehmen von 120 dB. Aber die Bittiefe sagt noch nicht viel aus, weil alle das Material natürlich möglichst laut machen. Insofern verschenkt man die ganzen unteren Bits und hat nur einen kleinen Teil oben. In diesem Peak-to-Loudness-Range, was wir vorher schon angeschaut haben, der dann die eigentlich mögliche Dynamik beschränkt. Also wenn ich jetzt ein Loudness-Target von minus 16 LUFS habe und der Peak-Level wird auf minus 1 beschränkt, dann habe ich nur diese 15 dB, die dazwischen sind, was eigentlich möglich ist. Dann gibt es verschiedene, in der Vergangenheit haben sich verschiedene Messwerte dafür entwickelt, zum Beispiel dieser DR-Wert von der Pleasurize Music Foundation. Die wollte eben auch, dass die Musik nicht so tot komprimiert wird und dass der Loudness vorher beendet wird. Aber im Zuge dieser EBU R128 Standards gibt es eben noch einen Wert, der von denen auch definiert wurde. Das ist der Loudness Range Wert, der in LU gemessen wird. Und das ist eigentlich der meistgebrauchteste Wert heutzutage. Und der beschreibt es einfach als Loudness Range. Wenn man sich diese Wellenform hier ansieht, da gibt es noch gewisses Gating, nennt sich das, also ganz leise Passagen werden rausgenommen. Und dann nimmt er vom 10 bis zum 95%igsten Perzentil, also die 10% leisesten Sachen werden weggelassen, die 5% lautesten. Und das ist dann sozusagen der Dynamikumfang, also die Loudness Range. Man sieht hier schon, dass es nicht so einfach ist. Also die Gretchenfrage hier ist sozusagen, was berücksichtigt man jetzt bei dieser Messung? Wie man das hier sieht, also da hat man ganz leises Atmen in der Wellenform. Diese kann man jetzt zum Beispiel berücksichtigen bei dieser Messung. Dann wird die Loudness Range natürlich viel größer. Aber eigentlich ist das ja kein Nutzsignal in dem Sinn. Deswegen sollte man es eigentlich nicht berücksichtigen, damit die Loudness Range wieder viel kleiner. Und insofern kann man da auch keinen fix definierten Wert angeben, wie das gemacht werden soll, weil das eigentlich sehr subjektiv ist. Netflix hat deswegen, weil dieser Loudness Range Wert eben nicht so einfach ist, da eine eigene Lösung gemacht. Und zwar kennt jeder das Problem bei Netflix wahrscheinlich, dass die Sprache viel leiser ist als die ganzen Musik- und Effektstellen. Deswegen muss man eben ständig nachdrehen. Deswegen haben die jetzt ein Dialogue Loudness Target eingeführt. Das heißt, es gibt bei denen kein normales Loudness Target mehr über die gesamte Datei, sondern es wird jetzt nur die Loudness von den Sprachstellen verwendet und auf diese wird dann normalisiert. Dadurch hofft man halt, dass die Sprachanteile in den Vordergrund rücken, beziehungsweise im Mix nach oben und der Rest, also Musik und Effekte, werden einfach um dieses Target angepasst. Zusätzlich haben sie noch so Empfehlungen, die sind jetzt nicht, die muss man nicht machen, aber sind optional. Also sie empfehlen zum Beispiel diese Loudness Range, den Wert, was wir vorher besprochen haben, zwischen 4 und 18 LU. Dann empfehlen sie eine Dialogue LRA, also die Loudness Range nur von dem Sprachmaterial von 7 LU oder weniger. Und der Unterschied zwischen den Effekt- und Dialogstellen soll eben nicht größer als 4 LU sein, damit es nicht diese großen lauten Bursts gibt. Wie gesagt, dieser LRA-Wert ist leider nicht ganz so optimal. Er ist eigentlich nur für Sprachprogramme wirklich aussagekräftig. Hier ein paar Beispielwerte, also so Nachrichten, wo nur einer spricht, das hat einen Loudness Range-Wert von so circa 3. Dann so Diskussionen mit mehreren Leuten von 5 LU
Und wenn man jetzt eben Features oder Radiodrama oder Musik hat, dann kann dieser Wert natürlich viel höher werden. Bei klassischer Musik ja oft so über 20 LU. Und das Problem ist jetzt eben, dass dieser LAA-Wert, weil er eben rein statistisch definiert ist und nicht intelligent sozusagen, also nicht weiß, was es dazugehört und was nicht, deswegen ist es für komplexe Programme wie jetzt Musik sehr schwierig. Man kann jetzt LAA-Werte für ein Musikstück nicht auf ein anderes Musikstück übertragen. Das heißt, der ist eigentlich nicht nachvollziehbar, der Wert, und deswegen schwer zu verwenden. Genau. Und deswegen ist es eben auch schwierig, dass man jetzt, so wie man das Loudness-Target angegeben hat, das sehr gut funktioniert für allen möglichen Content, dass man jetzt ein generelles LAA-Target für verschiedene Abhörsituationen angibt. Das geht leider einfach nicht, weil der Wert an sich schwierig definiert ist. Gut, jetzt gehen wir mal kurz zu den Werkzeugen, das letzte Kapitel jetzt, mit was man eben Audiodynamik bearbeiten kann. Und zwar generell gibt es verschiedene zeitliche Ebenen, mit denen man Dynamik bearbeitet. Diese Midterm Loudness, also die mittlere zeitliche Ebene sozusagen, da versucht man einfach die Lautstärke von verschiedenen Segmenten anzupassen. Das macht zum Beispiel der Tontechniker am Mischpult, indem er den Fader regelt, oder in Audio-Editoren mit so Hüllkurven. Oder es gibt natürlich auch automatische Tools, die das machen, Leveler oder Automatic Gain Control. Dann kommt man in diese kurzzeitigere Phase. Also wenn man diese Segmente angegleicht hat, versucht man auch ganz kurze, laute Plosives, also so T, P und so weiter, anzupassen. Sowas macht man mit Kompressoren, die regeln dann automatisch runter die einzelnen Stellen. Und dann gibt es eben auf der globalen Ebene diese Loudness-Normalisierung, die wir am Anfang schon besprochen haben, die eben dazu führt, dass verschiedene Dateien durchschnittlich eine gleiche Lautheit haben. Zusätzlich wird eben noch der Peak-Level beschränkt, einfach als technische Beschränkung. Gut, hier ein Beispiel für einen Leveler auf dieser mittleren zeitlichen Skalierung sozusagen. Also man sieht hier, das unten ist das Eingangssignal, hier ist die Hüllkurve vom Leveler. Das heißt, diese Stelle wird natürlich einfach lauter gemacht, ist dann oben lauter. Hier diese Stelle wird zum Beispiel nicht lauter gemacht, das ist nur Atmen, das wird ignoriert. Und dann diese Stelle, hier in dem Fall die Musik, die wird einfach leiser gemacht. Dann auf der kürzeren zeitlichen Ebene ist eben der Kompressor, den sicher viele hier drinnen schon kennen. Was macht der Kompressor? Der regelt einfach, wenn jetzt eine Wellenform ist und die wird kurzzeitig laut, wird es einfach um einen gewissen Grad über diesen Threshold dann heruntergeregelt. Was man hier sieht, also wenn das so laut wäre, wird es einfach auf da runtergeregelt. Zusätzlich haben Kompressoren natürlich auch noch eine zeitliche Dimension, auf die man Acht geben muss. Also es gibt eine Attack- und eine Release-Zeit, das heißt, das Signal wird nicht sofort runtergeregelt, weil sonst hätte man lauter nichtlineare Verzerrungen und es wird zerren, sondern es wird in einer gewissen Zeit runtergeregelt und dann zum Schluss auch wieder raufgeregelt, wenn das Signal wieder unter den Threshold gibt. Dadurch kommt es oft bei Kompressoren, wenn man die falsch einsetzt oder zu viel einsetzt, zu so Pumpen, dann hört man dieses Nachregeln. Auf das muss man eben aufpassen. Gut, und jetzt zum Schluss geht es noch ganz kurz, auch Phonics-spezifisch, was wir da gerade gemacht haben. Wir haben eben so einen Advanced Leveler Features released, und was kann man damit machen? Da gibt es eben ein Leveler Preset, das sozusagen definiert, was gelevelt werden soll. Also die versuchen eben diese Dynamic Range zu bestimmen, und der klassifiziert zum Beispiel, okay, hier ist nur Rauschen oder hier ist nur Atmen, hier ist ein Musiksignal, und dadurch wird das ausgenommen von dieser Berechnung des Dynamikumfangs. Man kann ja auch einstellen, ob man zum Beispiel nur den Vordergrund leveln will oder alles hochziehen, zum Beispiel den Noise auch hochziehen. Zusätzlich kann man, das ist eben dieser Ansatz ist eben im Vergleich zum LAA-Wert jetzt kein rein statistischer Wert, sondern er versucht eben wirklich das Signal zu klassifizieren, was das ist, und eben nur Nutzsignale, die man wirklich haben will, zu berücksichtigen. Zusätzlich gibt es eben hier diese Dynamic Range, mit der bestimmt man sozusagen die Größe der Loudness Comfort Zone. Wenn sie small ist, also klein ist, dann wird versucht, alles auf einen gleichen Level anzupassen. Wenn dies jetzt plus 10 dB ist, lasst man diese Comfort Zone um 10 dB größer werden. Das heißt, es wird nur das Signal bearbeitet, wenn es jetzt wirklich über diese Comfort Zone hinausgeht.
Und als dritten Wert kann man auch den Kompressor einstellen, wie viel der machen soll, um diese Short-Term-Loudness anzugleichen. Hier sieht man da ein Beispiel, wie das ausschaut. Mit der Dynamic Range Small, wie gesagt, wird hier alles gleich laut gemacht. Man sieht, wie alles nachgeregelt wird. Wenn wir jetzt eine größere Dynamic Range einstellen, wird in diesem Bereich hier gar nichts mehr nachgeregelt, weil es ist noch innerhalb dieser Comfort Zone und erst in den ganz leisen oder ganz lauten Passagen wird in dem Fall weniger nachgeregelt wie sonst oben. Gut. Dann, wenn man diese unterschiedlichen Gating-Methoden mit Hilfe von Klassifikatoren hat, kann man da natürlich auch schöne Statistiken draus machen. Also man kann hier jetzt dann die Loudness und den Loudness Range explizit für Sprachsignale oder auch explizit für Musiksignale berechnen. Dadurch kann man diese ganzen Standards, was zum Beispiel Netflix oder andere vielleicht in Zukunft einmal machen werden wollen, auch abbilden. Und jetzt zum Schluss gibt es noch was Neues für heute. Wir haben jetzt heute eine neue Version veröffentlicht sozusagen von diesen Advanced Leveling Algorithmen. Auch in der Multitrack-Version. Was heißt Multitrack? Da kann man die verschiedenen Tracks einzeln verwenden und auf jeden Track sozusagen einstellen, wie hoch die Dynamic Range sein soll und alle Parameter, was wir da gerade besprochen haben, kann man dann extra machen. Und wenn es wer verwenden will, wir haben da eine freie Beta-Version, da kann man sich anmelden, da gibt es ein paar Invite-Codes und dann kann das jeder testen und Feedback ist natürlich immer super für uns. Super, dann zum Fazit. Also zum Loudness-Target nicht höher als minus 16 machen, also dem Loudness-Target war bitte widerstehen, auch wenn viele das anders anpreisen. Und die Loudness-Unterschiede innerhalb eines Podcasts sind viel wichtiger eben als ein reiner Loudness-Target-Wert, den man hochschraubt. Dann zur Audiodynamik. Gerne Dynamik zulassen, nicht alles tot komprimieren versuchen. Aber die Dynamik, den Dynamikumfang an die Abhörsituation anpassen, also diese Idee von dieser Comfortzone, dass man eben nicht immer nachregeln muss mit der Fernbedienung. Und wenn man jetzt Produktionen mit größerem Dynamikumfang hat, dann sollte man natürlich auch kleinere Loudness-Targets wählen, damit man auch diese ganze Dynamik abbilden kann. Und was wir noch gelernt haben, es gibt keinen universalen Messwert für diesen Dynamikumfang, noch zumindest. Also diese Loudness-Range ist sehr gut für Sprache, aber leider nicht für generisches Material. Deswegen gibt es im Moment ganz einfach Eigenlösungen von verschiedenen Firmen, wie zum Beispiel von Netflix oder von uns. Aber in der Hinsicht wird sich sicher noch einiges entwickeln in nächster Zeit. Gut, dann vielen Dank. Hier sind noch einmal ein paar Beta-Codes, wenn es wer probieren will. Und wenn wer Fragen hat oder keinen Beta-Code mehr erwischt, einfach eine Mail schreiben an mich und dann schalte ich euch das frei. Danke sehr.